Gott. Nein, das war viel zu früh. Und der Torwart klärt trotzdem. Törö und damit herzlich willkommen zu meinem ersten FIFA-Spiel. Es gab dieses Spiel noch gar nicht auf meinem Kanal. Jetzt ist es aber Zeit dafür. Ich spiele einfach mal eine Season, Online-Season-Spiel. Ich bin momentan in Liga 9, weil ich das Spiel eh noch nicht so lange habe. Und ich habe es mir vor kurzem erst gekauft und jetzt wird es hin und wieder mal kommen. Ich habe auch schon ein Projekt geplant und das will ich eigentlich in diesem Video so ein bisschen ankündigen sozusagen. Ich habe vor, dass ich immer mittwochs, also mittwochs ist ja mein FIFA-Tag, ein Ultimate Team-Projekt bringe. Dort werde ich 3 Spiele dann zusammencutten und witzig gestalten. Also nicht unbedingt witzig, aber ich werde es halt für euch so machen, dass es euch unterhaltet. Und dort werden wir einfach mal schauen, dass das ganz angenehm wird. Ich werde wahrscheinlich 3 Folgen immer zusammencutten. Weiß ich nicht, ob ich das nicht eh gerade gesagt habe. Ich weiß, dass ich mich gerade komisch spiele. Aber vielleicht könnte dort etwas rauskommen. Nein, es gibt nur Eckball. Ich werde auch meistens nur die Highlights zeigen. Es soll einfach kurz und bündig sein. Wie findet ihr die Grafik? Weil es gab ein paar Schwierigkeiten beim Einstellen des Spieles. Also mein Computer schafft eigentlich alles, nur funktioniert die Aufnahme nicht immer hundertprozentig. Ich glaube, jetzt schaut es recht gut aus. Es hat sogar 60 FPS, weil in 30 FPS kann ich jetzt nicht spielen. Und man muss dann aber das Spiel auch in 60 FPS aufnehmen. Das ist bei FIFA so leider. Und die nächste Ecke. Was ich auch noch erwähnen will, ich bin nicht der beste FIFA-Spieler. Ich war früher immer derjenige, der hauptsächlich, oder bin ich immer noch, der hauptsächlich mit Glück gewinnt. Das heißt, dass irgendwie mein Torwart extrem stark ist und beim Gegner irgendwie jeder Ball reingeht. Und was mir auch selber auffällt, dass ich viel zu viel flanke. Bei FIFA 15 habe ich andauernd nur geflankt und das braucht man jetzt nicht mehr. Jetzt ist das nicht mehr allzu gut. Aber ihr könnt mir auch generell vielleicht den ein oder anderen FIFA-Tipp in die Kommentare schreiben. Also, ich sag gleich, die ganzen Skills und so, die kann man bei mir momentan noch ziemlich vergessen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mir die dann irgendwann mal in Zukunft, okay, das haben wir den Ball, in Zukunft irgendwann einmal anschauen werde und vielleicht auch ein bisschen selber probieren kann. Und das wollte ich zu diesem Aubameyang hinpassen. Ich habe mir übrigens Dortmund ausgesucht, weil Dortmund ist Bundesliga. Bundesliga finde ich selbst sehr interessant. Wobei, eigentlich bin ich zweite Bundesliga-Fan, besser gesagt von dem KSC, bin sozusagen halb Karlsruhe eigentlich, aber wohne halt in Österreich. Und da bin ich auch hin und wieder mal zum KSC gegangen und deswegen mag ich den Verein. War ganz cool dort. Und ja, wir spielen wir aber mit Dortmund. Dortmund ist irgendwie ein sympathischer Verein. Ich mag den einfach. Und das Team ist auch nicht allzu schlecht. Ich habe bis jetzt noch nicht einmal geschaut, gegen wen wir spielen. Wir spielen auch gegen Dortmund. Okay, das ist sehr logisch. Und Flanke? Okay. Eckball, das geht auch. Naja, dann konzentrieren wir uns jetzt einmal auf die Ecke und vielleicht wird die ja was. Das faustet er noch weg, sehr schade. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den Kommentator drin lassen soll oder nicht. Das könnt auch ihr bestimmen. Ich habe keinen Plan, wie ich das Ganze jetzt so machen soll. Ist wie gesagt mein erstes FIFA Let's Play, also seid nicht allzu streng zu mir. Wobei, streng ist ja nicht unbedingt schlecht. Nein, 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 nein. Wir brauchen den Ball wieder. Ich hätte schon gesagt, wenn der Ball reingeht, dann hätte ich einen Elefanten gegessen. Das wäre sehr böse. Aber irgendwie meine Chancen heute sind nicht sonderlich gut. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Es wird glaube ich, das Schwierigste bei mir, die Tore schießen. Ich habe irgendwie vorne keine Ideen. Ich flanke meistens. Und das geht, wie bereits gesagt, irgendwie überhaupt nicht. Okay, das war jetzt auch nicht gut von unserem Mitspieler. Zum Glück. Naja, nicht so gut das Spiel bis jetzt von mir. Aber das wird sich vielleicht noch bessern. Ja, jetzt haben wir mal in der Seite ausgeklärt. Bin ein bisschen nicht dumm. Dumm ist das falsche Wort. Sondern ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht wirklich, wie ich ein Tor schießen soll. Aber jetzt könnte sich irgendwas etwas entwickeln. Wir müssen vielleicht in die Mitte reinziehen. Oh, da war der Ball schon weg. Und das war ein Foul bei mir. Hat das der Schiedsrichter gesehen? Ich glaube nicht. Okay, das war ein Fall. Sorry, war keine Absicht. Nein. Okay, Hummels hat geklärt. Der Typ ist echt spitze. Und wir ziehen jetzt diesmal einfach mal in die Mitte rein. Und Schuss. Nein. Das war ja richtig kacke. Wie hat das denn funktioniert? Hier. Das ist ein bisschen ausgerutscht.
Das war nicht gerade perfekt. Aber es war unsere erste gute Chance und deswegen steht es auch jetzt 0:0 in der Hälfte. Ich habe auch gerade in der Statistik nachgeschaut. Wir haben auch deutlich weniger Ballkontakte. Ballbesitz meine ich eher. Und mein Gegner hat 2 Schüsse mehr aufs. Ja, schauen wir, ob wir das so weiter. Ob wir trotzdem irgendwie gewinnen könnten. Das wäre wieder typisch. Jetzt müssen wir vielleicht aufpassen. Nein, dort haben wir eh schon wieder den Ball. Und ich spiele das Ganze auf dem Controller. Vielleicht für den einen oder anderen von euch auch interessant. Ich spiele am Computer mit dem PS3-Controller. Ist einfach deutlich gemütlicher mit dem Controller zu spielen. Und ich werde jetzt einfach mal. Nein, so wollte ich das nicht. Aber wir haben Einwurf. Weiß nicht, wie ich das machen soll. So könnte es funktionieren. Und der Pass war dann dumm. Kein einziges Tor bis jetzt. Und das war jetzt aber schon ziemlich hart, aber fair. Dort haben wir den Ball erobert. Das war jetzt sehr wichtig. Und der Pass kam nicht an. Das war jetzt richtig schlecht. Wäre der Ball nach unten geflogen, das hätte was sein können. Oh Gott. Nein. Das war viel zu früh. Und der Torwart klärt trotzdem. Boah, das war jetzt Glück. Das war jetzt richtiges Glück. Dort haben wir jetzt sehr viel Glück gehabt. Ich kann es immer noch nicht richtig fassen. Das war richtig viel Glück. Der Konter, den hat er richtig gut ausgenutzt, aber dann zu spät gelupft. Oder ich hätte auf jeden Fall früher gelupft. Also wir könnten ruhig eigentlich hinten liegen. Ich ziehe es einfach mal ab. Okay, der Schuss war nicht schlecht. Irgendwie vielleicht doch ein bisschen schlecht. Eckball. Und der Ball fliegt in die Mitte, aber da stand irgendwie niemand. Wir haben aber auf jeden Fall trotzdem wieder den Ball. Und das war jetzt sehr dumm. Aber abseits, oder? Kein Abseits? Wieso nicht? Ich glaube, er war auch verwirrt. Das ist richtig schlecht, wie ich die ganze Zeit den Ball verliere. Also, da müssen wir schauen, dass das besser wird in der nächsten Zeit. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Du bist so schlecht. Aber wir liegen noch nicht hinten. Mit ein bisschen Glück. Aber wir liegen noch nicht hinten. Und jetzt haben wir hier vielleicht auch mal eine Möglichkeit. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, den reinzumachen. Der Torwart hat jetzt richtig gut pariert. Naja. Und Reus jetzt mit der Ecke. Ein Eckballtor habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Aber das war jetzt eine nicht allzu schlechte Chance. Das ist auch heute mein erstes Spiel. Also ich bin noch nicht wirklich perfekt eingespielt. Und es steht gerade in der Liga. Habe ich auch noch gar nicht gespielt. Ich bin in der ersten Liga, also in der 10. Liga, mit allen Siegen durchgekommen. Ich habe von 3 Spielen 3 gewonnen oder so. Ich glaube, das reicht. Oder ich habe 4 von 4, da bin ich mir nicht sicher. Die Flanke kommt gar nicht an. Ich habe auf jeden Fall alles gewonnen, Meistertitel, und bin aufgestiegen. Und jetzt, erstes Spiel, vielleicht spielen wir unentschieden. Ich weiß es nicht, ich werde aber auf jeden Fall kämpfen um jeden Preis. Und vielleicht sollten wir dann auch irgendwen einwechseln, weil ich jetzt ehrlich gesagt keinen Plan habe, wie wir das machen sollten. Aber das könnten wir eigentlich gerne mal probieren. Ich werde Castro kommt für Kakawa und Ramos für Aubameyang. Das sind die Wechseln. Jetzt sind die Wechseln drin. Ich weiß nicht, ob das was werden wird, aber wir werden es versuchen. Und jetzt passe ich hier mal hinunter. Und Ramos gleich einmal mit dem Ballbesitz, aber vielleicht hätte ich in die andere Richtung rennen müssen. Und jetzt ist der Gegner auf jeden Fall mal im Pause-Menü. Der wird wahrscheinlich jetzt auch wechseln wollen. Mal schauen, was er macht. Hier haben wir jetzt eine Chance und da ist er aber noch reingegrätscht. Das hat er sehr, sehr gut gemacht, unser Gegner. Und der Pass, der geht wirklich ins Nirgendwo. Ich glaube, er wollte einfach so klären. Vielleicht auch noch mal kurz zur Info, warum das Video am Sonntag kommt. Das ist einfach deswegen, dass ich einfach mal gedacht habe, dass wir das machen könnten. Ich habe ja eigentlich sonntags geplant Isaac, das kam ja eh, oder um 16 Uhr könnt ihr euch auch noch anschauen. Und dann habe ich mir gedacht, es sind gerade Ferien, da können wir ruhig was aufnehmen. Und Schuss! Wenn der reingehen würde, dann wäre es so schön. Aber Eckball in der 88. Minute. Vielleicht können wir den Lucky Punch jetzt noch machen. Nein, das ist der Torwart. Jetzt müssen wir aufpassen, dass das kein Konter wird. Was mich auch ein bisschen aufregt, dass wir jetzt beim ersten Spiel vielleicht keinen Sieg hinkriegen. Das ist schade. Vielleicht macht er aber noch einen Fehler. Und das ist der Fehler. Wir haben jetzt Reus und da schießt die Flanke und Tor! Ja, es ist ein Tor! Ich habe als erstes Angst gehabt, dass es vielleicht abseits ist. Aber wir haben wieder in der letzten Sekunde getroffen.
Und das ist das, was ich gemeint habe. Ich habe so viel Glück in diesem Spiel. In der letzten Minute schießen wir noch ein Kopfballtor. Ich als Gegner wäre so angefressen. Aber nein, aber nein. Mkhitaryan in der letzten Minute. Es ist so logisch. Es ist so logisch. Das freut mich. Ich muss das noch einmal törö sagen. Vielleicht kriegen wir jetzt noch ein Gegentor, aber das ist mir ziemlich egal, weil wir haben keinen Stress. Wir haben jetzt in der letzten Sekunde noch getroffen und wir haben den Sieg in der Tasche. Erstes FIFA-Video, erster Sieg und nur mit Glück. Wirklich nur mit Glück. Aber das freut mich. Freut es euch auch? Hoffentlich. Schreibt es mal in die Kommentare. Was haltet ihr generell von diesem FIFA-Let's Play? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Und wie gesagt, Mittwoch geht es dann los mit Ultimate Team. Und das war es jetzt von meiner Seite. Ich war euer Kommentator, der liebe Finnofant, und ich verabschiede mich jetzt mit einem kräftigen Törö.